Vielfalt von den am Vielfalt von den nächsten drei Matcher, die bei dir kommen, nächste Match aus an Ungarn mit Katar, dann den zweiten Match aus 3D-Strupp an Irland, an den dritten Match aus März, das er heim in Portugal, den 3. März, und den Trainer wird folgenden Spielerberuf am Goal Maurice schon am Fox von der Jeunesse. An der Verteidigung den Laurent Jens, Lars Gerson, Enes Mamutovic, Mika Pinto, Marvin Martins, den Djokovic von Magdeburg, den Kevin Malje, den Maxim Chanot von New York, Mittelfelder den Vincent Thiel, den Leo Barreiro, den Daniel Zinani, Sebastian Thiel, Aldin Skenderovic, Chris Phillips, Florian Bonner, den Kiki Martins Pereira, Nolli Thiel, am Sturm der Gerson Rodriguez, de Maurice Deville, und den Muratovic und der Rupi von Mainz. Voilà. Und dann können der erfrorene Trainer schnell anschieben. Julien? C'était trop court pour Selimovic ou Benzi? Concernant Vahid, oui. Il a une élongation, un deuxième degré au niveau du ligament interne. Ça fait maintenant plus de 5 semaines. Il est toujours en entraînement individuel avec le préparateur athlétique dans son club. J'avais de l'espoir qu'il puisse retrouver les entraînements collectifs cette semaine. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et de ce fait, il n'a pas pu être... Voilà, sélectionné parce que ça fait un certain moment qu'il n'a pas joué de match et aussi physiquement. Il reste des doutes s'il sera vraiment à 100% la semaine prochaine. Voilà, c'est pour ça que c'était trop court. Concernant Stefano, c'est un peu la même chose, même si Steph il a rejoué quelques minutes le dernier match. Il reste quand même sur une opération et sur une période d'arrêt assez importante. Voilà pourquoi les deux ne sont pas dans le groupe. C'est passé, qu'est-ce qu'il est prêt? Qui? Martin Spellman. Christopher Kiki. Ouais. Oui, Kiki, je l'espère. Non, ce que vous ne savez pas, il a rejoué 60 minutes le week-end dernier avec les U21 de Berne. Kiki, ça fait déjà quelques semaines qu'il est en phase de reprise. Il a repris les entraînements collectifs il y a 15 jours à peu près. Donc lui, physiquement, tout va bien, il est apte. Je le connais assez bien et je sais qu'il ne met pas 3 mois pour retrouver son rythme de croisière. Donc voilà, c'est une des bonnes nouvelles, on le prend avec plaisir. Was wir mir ein von dem Sinn, dass New York Championat noch nicht angefangen wird. Sie fängt gerecht den 17. Volt Championat am Mund. Und dann ist natürlich vieles mehr einfach. Dann ist in einem negativen Feedback von New York nicht kommen. So, auch wenn wir in Quarantäne machen, eigentlich von einer Woche, von den Zirka in Amerika, vielleicht hat keine Influence auf hier Championatsmatcher. De Max Voltre, mein Kunde, den kommen, und nicht wie gesagt, Martin Geschwader, und nicht der Deck akzeptiert. So, das wissen aber nicht, wie dann den kommenden Main, der hoffe, dass die ganze Situation mit Covid bis dahin sich besser vereinfacht wird. Und dass wir mich oft können von einem profitieren, wie gesagt, Deck ist gang, und das ist zu hoffen, dass es dann auch so bleibt. Leistungsprinzip. Und den Goalkeeper auch Woche für Woche von der PGA-Liga am abgeholt, um sie suiviert, respektive als Goalkeeper-Trainer, weil ganz, ganz viele Matches gucken. Nicht Lukas suiviert, nicht nur einer Goalkeeper, suiviert doch den Team Kips.
den Decker nicht dabei ist. Und das ist einfach so, dass wir der Meinung sind, dass im Moment betreffend Leistung, denn der Lukas so steht über seine Prestation aus dem Verein verdient hat. Traditionnelle question à chaque fois qu'on a un nouveau. Est-ce que tu peux nous présenter ce petit Djogovic de Magdebourg? Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire. Vous ne connaissez pas? Ouais, pour son jeune âge, déjà, je l'ai vu à plusieurs reprises. Bien sûr, aussi en discussion avec nos entraîneurs au niveau des équipes de jeunes. Déjà très mature pour son jeune âge, athlétiquement. Je pense qu'il peut jouer à ce niveau-là. Une personnalité qui me semble assez mature. Et je pense qu'il peut aussi, en vue des matchs qui arrivent, surtout avec l'Irlande, qui met bien sûr beaucoup d'impact physique, beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font, je pense que c'est un joueur qui peut à ce niveau-là, qui pourrait peut-être nous aider. Voilà, je veux le voir aussi comment il va se comporter au niveau du groupe. Mais je m'attends d'abord à un bel athlète et puis aussi à un gamin qui n'a pas trop de stress. C'est quel profil un milieu offensif plutôt un milieu défensif? Non, c'est plutôt un défenseur. Hein. J'ai mis avec les défenseurs. Ah oui, pardon, oui. Il a été formé la plupart du temps en tant que défenseur central. Les derniers temps aussi, il a joué en tant que latéral. Je pense qu'il peut jouer à tous les postes au niveau de la défense. Bien sûr, il a plus d'automatisme en tant que défenseur central, comme il a été formé à ce poste, mais je le vois surtout pour le futur, je le vois plutôt un poste de latéral. D'ailleurs, j'avais prévu de sélectionner le petit David Jonathan du Bayern Munich. Malheureusement, il s'est fait une entorse des ligaments cette semaine-ci. Voilà pourquoi il n'est pas dans le groupe. Sinon, il y aurait eu un autre jeune commun. Il aurait été en plus de Djogovic. Oui. D'accord. Ouais. Jo. Que lur am relativ intensiv und macht den drei Matches, die da kommen, dann wichtig, vielleicht gab es im nächsten Match, wo man da auch relativ gut kann, gewonnen sind, da haben wir noch zu, oder wenn die war doch da bin. Alors du lâche pour revenir sur l'eau intensive, il fait des grands séries de se préparer, hein, quand je suis sur le match. Die ganze Corona-Umstände, natürlich ist das dort gesagt, die kleinen Nationen denken nicht favorisiert. Du hast gesagt, die meisten Spieler, die spielen nur Samstag oder Sonntag, und dann kommen sie dann mit dem Deplacement, mit den ganzen Covid-Testen an. Alle drei Match zu spielen, so, was natürlich für uns eine hohe Belastung, weil natürlich auch mal Equipe von der Brust nur mit Irland und Portugal, ich denke von allem und die zwei Matcher Irland schon gesagt, mit immens viel Intensität, viel Mentalität, also da muss man zwischen mental und physisch bereit sein, für die Gänse zu halten. Da haben wir absolut keine Chance, an der Portugal in der Sprache zu präsentieren. Für mich die beste portugiesische Equipe, die auf jeden Fall nicht mehr belangt, die sie je hatten. Also da haben wir schon zwei Kalibre von der Brust, da muss man die Gänse halten. So, alles vorbereitet, dass man so viel wie möglich können, oder die Spieler so viel wie möglich haben, so gut wie möglich können rekuperieren zwischen den Seancen. Natürlich die Placements, die kommen dabei, an die ganzen Umstände sogar 12 nächste Lamentieren. Wir machen alles Mögliche, für das, wie gesagt, physisch und mental präpariert sich für können, den Gegner so gut wie geht Paroli zu bieten. Wir sind Irland und Portugal geschwärmt für Runde wieder gegen Katar. Ist das als Testmatch dann zu gesehen? Ja, 100%. Das sind nicht die Matches, die wir noch rausgesicht haben, du hast das die Matches dahinter gelöscht. So, den betrüge ich nicht auf alle Fall als Testmatch, weil ich auch
dass wir kirchliche Qualifikationen zum Beispiel Punkte in der Matte geholt haben. Die wird genutzt für den Spieler, die, die im Moment vielleicht andere Spielpraxis hatten. Ich denke nur an Laurent Jans, ich denke nur an Daniel Sinani, für den Jungen hauptsächlich Spielpraxis können kriegen. Auch vielleicht auch noch die eine oder andere Sache, für Spieler vielleicht zu sehen, den vielleicht Manner bei Eis gespielt hat, die, die letzten Matcher. Mit der Stolzischer nicht dem Match, wo wir den kompletten Fokus drauf setzen. Der Fokus aus Stolzischer auf Irland, respektive Portugal, Dünno. Kandidaten noch als Vier gesehen, dass in dem Match Loh als Seich stehen würde, als Loh Matzen an der Kampagne. Ja, ist die Frau, ist noch bald voll froh, dass es so ist, dass wir den Loh als Seich den Match können spielen. Ich denke zum Beispiel, die spielen gegen nämlich den Tag aus Serbien ihren nächsten Qualifikationsmatch, wo sie muss direkt natürlich, oder wo sie müssen direkt 100% da sein, wo sie nicht können, an der Halbzeit und 60 Minuten verschiedene Spieler wissen, was der Stützer will machen. Da das vielleicht dann einen kleinen Avantage für uns, wo sie natürlich auch betrüchen, dass sie einen unzähligen Spieler haben, die alle Woche an einem ganz hohes Niveau spielen, was er mir das schon noch nicht tun. Question qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on sait déjà s'il y aura des matchs au mois de mai ou... Au mois de mai ouais. Début juin, normalement, il y a des matchs. Normalement, il y a des matchs internationaux, oui. Il y a trois matchs dans la première match en avant, plus des déplacements, plus la Corona-situation. Vous avez danach Spieler, vielleicht auch Runner Cup, die am Stand-by sind, wo vielleicht den einen oder anderen positiv für Blessuren bekämpfen dabei kommen, die noch nicht auf der Liste sind, die Malouk-Route. Ich habe noch 24 Spieler drauf. Wir machen noch einmal was Testen überlangt. Natürlich, alle Spieler, jederin, die in Sonden oder mehr auf dem Rendezvous kommt, muss schon mal einen negativen Test tun. So, da gehen wir Sonden mehr getestet, da gehen wir Dienste getestet, da gehen wir Donnerstag getestet. Wir haben alle gute Mesuren auf Platz gesagt, dass man keinen positiven kriegen. Ich hoffe, dass man keinen positiven kriegen, mit wem sie nie. Wir haben noch die letzte Probleme, weil einer dabei die positiv ist. Ich meine, es geht auch auf verschiedene Vereine. Also, eine hundertprozentige Garantie haben wir nie. Dafür haben wir schon E-Spieler weiter selektioniert für Wanderfall. Wir haben schon da wohl nicht noch ein drei oder fünf am anderen gehabt, für eine Reihe zu selektionieren. Ich muss auch so, wir nicht so ein großes Reservoir an Spieler, wo sie sagen, okay, dann holen wir die Noten raus und dann setzen wir einen anderen ran. Ich denke, dann an den portugiesischen Nationaltrainer, der möchte nur da sein, dann der will der wenn ein Elfer soll so spielen lassen. Wenn die Engelf sind, dann sind die alle Elfer. So den schwachen Spieler haben wir noch nicht. Und, es sind noch Spieler da, die ich vielleicht gerne selektioniert hätte. Ich war wie gesagt, doch bei Jellix-Matcher gucken, für den in einer letzten Welt zu sehen. Leider muss ich sagen, so ich bin schon mit Terra gekommen und habe die letzte Woche nicht gespielt. Ich kann es natürlich auch nicht jugieren. Das wäre ich nicht wegen Zustand zu sehen. Das ist natürlich zu bedauern. Nicht nur im offensiven Bereich, wenn du die letzte Meinung zu einem Spieler ja, verloren oder müssen aufgehen. Ich denke an Dave Turpel, ich denke an Dan der Mutter, ich denke an Stefano Benzi. Spieler sind die Tief können sicher gehen, die Vitas und die Kraft und Joueur de Rupture, hein, wie sie gut sieht. Und das ist ein Profilspieler, was ich schon für den letzten Match mal gesagt habe, den ist sicher, der haben aber keine Handvoll heute zu Lützeburg haben. Dafür hätte ich auch gerne Jungen David Jonathans gesehen, weil den die Qualität der Matze springt. So. Wie gesagt, leider haben wir kein Unmaß der Spieler zu Lützburg mit diesem Profil, den er sich. David Jonathan hat ja bürgerliche Nationalität, oder? Was sagst du? Was hat er noch von Ja. Das ist wie bei Lützburg-Spieler. Ich gehe nur von aus. Hm?
Nicht alle Matches habe ich gespielt, oder bis lange der Jugend habe ich gespielt. Ja, ja. An der Vergangenheit? Nein. An der Vergangenheit? An der Vergangenheit. Ja, vielleicht hat Lützburg heute noch mal gesehen, wie, dann, wie man das nach vier Jahren hat. Vielleicht sind wir ein bisschen mehr attraktiv. Gibt. Eins, du fährst den Zug lernst, dann klemmen den drauf oder klemmen den nicht drauf. Und noch schon viele Spieler, die sind nicht drauf geklommen und die wären halt gerne am Zug. Oui. Oui. Et on est encore en train de négocier, de discuter parce qu'il y a certains clubs qui veulent encore oui, refuser ou ne pas respecter certaines règles. Ouais. On a déjà laissé pas mal d'énergie, de force les derniers jours. Ouais. Parce que là aussi, tout dépend des personnes avec qui on a affaire. Soit tu as une ouverture d'esprit quelque part, soit on a affaire à des gens qui sont fermés. Je dois louer, on dit comme ça en français, louer. Oui. Hein? Louer par exemple, parce qu'hier encore on est en train d'attendre, en phase d'attente avec Leandro, avec Mayence. Et là je dois louer les responsables de Mayence qui, voilà, avec la bonne volonté, ils ont trouvé un moyen pour libérer le joueur pour l'équipe nationale, tout en n'ayant pas de conséquences sur un retour au club. Ils ont trouvé des moyens pour permettre à leurs joueurs de jouer pour l'équipe nationale et en même temps pour revenir dans le club et pouvoir évoluer dans leur club. Quand il y a la volonté, je reste toujours de cet avis-là, quand il y a la volonté, quelque part, il y a le moyen de faire quelque chose. Il y en a certains aussi qui cherchent les arguments pour ne pas permettre à leurs joueurs de jouer pour la sélection. Ceux qui viennent en dehors de l'Union Européenne n'auront pas de quarantaine à faire ? Pardon ? Ceux qui viennent en dehors de l'Union Européenne n'auront pas de quarantaine à faire dans la... Ça dépend, Max, oui. Ça dépend des pays. Hein. Ceux de l'Ukraine, non. C'est différent de quasi tous les pays, et même à l'intérieur des pays, il semble qu'il y a des différences. Donc on ne peut pas généraliser. Il y a plus c'est très compliqué. Il n'y a plus de logique aujourd'hui. Ouais. Il n'y a plus de logique dans les mesures, dans les décisions, dans les règlements, il y a aucune logique. Pour moi, il n'y a aucune logique. Et... Ouais. Que le taux, il voulait avoir besoin de ça, je me faisais ok de faire dans la quinte-là. Das ist frei für das ganze Saisonhaut. Was da habt ihr schon Spieler, wo man noch am... diskutieren, bis zu was nennen. Sinn. Ja. Ich gehe da mal mich schwer für die Politik nach irgendwie zu nutzen kommen. Oder ich habe es nutzvoll sehen. Es tut mir viel, dass in ganz kleinen Nationen, die mehr aber trotzdem noch sind, nur die will, dass wenn du zum Beispiel portugiesische Nationalspieler seht, für einen Verein, der du spielst, für mich, da tut keine Diskussion, wird aber mir als kleine letzte Mal so, wir hatten die noch gerne. Wir spielen vielleicht Europa League, aber auch Deutsch. Ich weiß nicht, ob das mit den kleinen Nationen zu dienen, für mich auch mein Cadeau, also mit dem normalen Sachverstand von den Leuten. Und ich gucke, was in Deutschland aufgeht. Ob das mit dem Impfen ist, ob das nur mit ihren Mesuren ist, ob das mit der Freistellung oder Aufstellung von ihren Spielern ist. Wenn ich richtig informiert bin, dürfen die Spieler in Deutschland, die in England sind, dürfen nicht in Deutschland Match spielen. Ne? Havertz, Werner, wie sie heißen,
wenn er bis vier bis vier gestern Ball voll und nicht die Faszinationiert gehen, was in Quarantäne eine Pflicht hatte, wenn ich versandte schon gegen eine Reise. Das ich, wie ich mein Trainer geschreit, also mir nach die meine Chance heute zuletzt berichtet, da ist die Regierung viel mehr Rupp feiert, wie ganz, ganz viel andere Länder. Und da sind wir auch extrem dankbar darüber, wie die Situation, die ganze Pandemie hier gehandelt wird. Das geht die ganze Qualifikation, damit wird es verfälscht. Komplett. Für mich ist es komplett Schwachsinn, was da aufläuft. Die responsablen Leute an der Regierung, an der Politik, sie wissen 100%, dass nicht einmal das, was abgefordert wird, für alle gut in die Matchreihe können, zu spielen. Sie wollen ja ein Bullen haben, ein Hygienekonzept, also besser das Hygienekonzept, wie das, was mehr abgestellt tun, respektive was du eben exigiert, was abgestellt wird, kann keinen abstellen. Und für dann ist die Spieler zu empêchieren, für ein nationales Team spielen zu gehen, das ist für mich komplett unverständlich. Wir sind auch nur bei einem Niveau gekommen, wo in Deutschland dann, wo oder Merkel oder Herr Drosten oder wen auch immer, die dezidieren, ob wen deutsche nationale Team spielt. Dafür, dass sie eine Macht gesucht hat. Also ich muss Decisionen von unserer Regierung oder von den responsablen Leuten muss ich nachschauen. Das probiere ich aber trotz der ganzen Pandemie, probiere ich es auch noch ein bisschen, den normalen Menschenverstand gelten zu lassen und dass man so gut wie möglich durchkommt. Mit dem, was doof lebt im Moment. Wollt ihr sie noch weiter fragen? Dritte Question? Ja, schon rein, ja. Dann das Anfang von der WM-Qualifikation. Obwohl all die Matches gespielt sind, wie siehst du, dass du es gelungen WM-Qualifikation gewirkt, respektive? Ob du hoffen, da kein gelungen. Punkte oder einfach schön spielen oder die Mischung nicht mehr? Ich will ja so. Ich hatte doch da, ich hatte schon Meetings mit meinem Staff, ich hatte Meetings mit meinem Mentalcoach, weil der dann auch ganz, ganz viel Erfahrungen schon hat, ob das dann Unterprisen ist, ob das dann Sportarten ist. Das ist im Moment ganz, ganz schwer für längerfristig zu planen, irgendetwas. Durch Pandemie, durch die ganzen Mesuren, durch die Wahrheit, ist ganz voll befangen noch von den Leuten. Also die Menschen schwer, ist in der Meinung zum Beispiel, dass die ganzen Mesuren, die man muss befolgen, Masken da, man darf keine Hand mehr gehen, dass das alles einen riesen Abfluss auf eine Gruppe. Wir kommen noch bei den Spielern, müssen Masken tun, sollen nicht zusammengehen, sondern alles das hat für mich einen negativen Abfluss auf eine Gruppe. Und da hat es schon noch einen negativen Abfluss auf den Equipe geht, auf Performance im Terrain und dann haben wir auch auf das Resultat, was daraus kommt. Und ich bleibe bei dem, was ich die 20 Jahre, wo ich Trainer bin, immer wie ich funktioniere, tun, ich bleibe dabei. Für mich das Allerwichtigste ist, dass der weiß, wie man spielen Performance. Wenn Performance gut ist, als Chance, dass das Resultat auch gut ist. Das ist viel mehr groß, wenn die Performance nicht gut ist. Kann ich natürlich auch umlenken, man gut Leistung bringen, aber dann noch ein positives Resultat haben, weil er mehr Reussit hat, weil der Gegner vielleicht einen guten Tag hat. So. Ich bleibe 100% dabei, dann dass das essentiell für mich ist, dass die Leistung ist, das entscheidend. Wenn die Leistung gut ist, haben wir auch noch Punkte. Wenn die Leistung nicht gut ist, haben wir noch Punkte. So. Das ist ziemlich überzeugt. Aber das Einzige, was ich natürlich die Jungen noch, was ich verlangen muss, Engagement, Mentalität. Wir haben alle gut im Moment eine schwierige Phase, von, ja, wenn wir uns alle müssen beholen, wir dürfen nämlich zusammen sind an. So. Das ist ein bisschen Frieden, ein bisschen Wäsche.
die Fertigkeiten, die wir dort haben, mal erstens mal mit Fried spielen. Das ist mir ganz wichtig. Weil ich auch immer gedacht habe, wenn wir mit Fried spielen, spielen wir besser. Und wir machen das lieber. Und ich bleibe dabei. Dann hast du die Chance, dass wir nur ein positives Resultat machen. Ich weiß auch, dass man in Irland geht. Portugal ist sicher der komplette Außenseiter. Wenn wir wollen etwas machen, dann geht es nicht, was in dort weh. Engagement, Mentalität, Spielfried, intelligent. Und wie immer, Solidarität. Die muss du sein. Ja. Und da kommen verschiedene andere Faktoren noch dabei. Aber das Wichtigste ist für mich als Performance. Mal für Rollo zu suchen, wir wollen x Punkte in Höhle, kann ich schon gar nicht suchen. Ich weiß nicht, wie der im September ist. Ich weiß okay, Mensch, wie viele Spieler kriegen wir freigestellt, kriegen wir keinen freigestellt, blasiert er, nicht blasiert er. Aber ja, ist nicht sicher, alles hängt da fällt um. Für Rollo zu suchen, wir wollen x Punkte. Wenn wir keine Frage sind, dann sagen wir dem Trainer Merci. Merci.